Dieses Video ist unterstützt durch eine Produktplatzierung. Weiteres dazu in der Videobeschreibung. Einen wunderschönen guten Tag aus den Vereinigten Staaten. Nach 24 Stunden bin ich endlich in Houston gelandet. Ich war gerade kurz nur hier im Hotel und habe mal geduscht. Und es ist erst 17 Uhr. Und wenn ich jetzt pennen gehe, dann haut mich der Jetlag weg. Deswegen habe ich mir gedacht, fahre ich jetzt eine Runde in die Mall. Morgen ist der Madden Bowl, Sonntag ist der Super Bowl. Ich bin sehr gespannt. Es gibt hier so ein Shuttle, was ich nutzen darf, was mich überall hinfährt. Finde ich ziemlich geil. Das werden wir jetzt direkt benutzen. Ich würde sagen, kommt mal mit. So, da hinter mir ist die Memorial Mall. Das hier ist so die Einkaufsecke. Ich finde die Flaggen da hinten so krass, wie riesig groß diese Flaggen einfach nur sind. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist der absolute Ohrshit. Ich habe noch nie so große Flaggen gesehen. Ja, gehen wir mal rein. Gucken. Da haben wir doch schon was gefunden. Oh. Da ist ein Disney-Laden. Ja, ist klar. Also wie sich das gehört, hier ist strikt getrennt. Da hinten ist Mädchen und hier ist Jungs. Alles an Superheldenkram, was man als Kind zumindest braucht. Wäre ich klein, würde ich hier rein wollen. Ist echt alles. Hier ist Woody. Woody ist doch geil. Ich fühle mich, als wäre ich wieder 10. Abgefahren. Aber eigentlich wollte ich ja nur eine Prepaid-Karte kaufen. Naja, so ist das nun mal, wenn man unterwegs ist. Habe ich gepiept? Was ist mir? So, für die Frauen gibt es natürlich auch was. Wobei ich nicht mehr weiß, ob Michael Kors denn nicht mehr schon so in ist, dass er schon wieder out ist. Also, keine Ahnung. Aber nichts für mich. Der zweite Laden, worauf die Frauen in Europa alle neidisch sind, ist der da. Aber da bringe ich diesmal nichts von mit. Da habe ich schon viel zu viel gekauft. Dann gehen wir schnell weiter. Ich habe mir sowieso schon wieder Sachen aufschwätzen lassen. Ich muss hier raus. So, langsam bin ich müde. Ich habe mich ein paar Mal verlaufen. So riesig ist das Ding. Also ich musste tatsächlich einmal nach dem Weg fragen, weil ich den Ausgang nicht mehr gefunden habe. Zumindest dem, wo ich hergekommen bin. Jetzt geht's nach Hause, dann geht's ins Bett. Bisschen noch was essen. Ich bin total fertig. Aber waren ja auch 20 Stunden Flug. Auf nach Hus ins Hotel. Morgen geht's weiter. So, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt hier beim eSports Bowl. Es wird auch ein bisschen Prominenz da sein. Ich glaube, irgendwie Snoop Dogg kommt. Dann, ich glaube, der Quarterback der Dallas Cowboys soll kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Lass mal reingehen. Das sieht sehr krass aus, diese Halle. Bin mal sehr gespannt. Alles klar, also hier darf man schon mal posieren vor dem Greenscreen, um dann aufs Madden-Cover zu kommen. Ja, ist natürlich klar, ich werde jetzt mal posieren, gucken wir mal, was dabei rumkommt.
ist schon ganz geil. Ich bin heute für jeden Spaß zu haben. Ich bin jetzt aufs Cover von UFC gekommen natürlich. Sieht auch gut aus, oder nicht? Oh, ich kann sogar eins mit nach Hause nehmen. Alles klar. Das werde ich das werde ich unterschreiben und ganz professionell verlosen. Das neue, das könnt ihr euch dann auf euer UFC 2 könnt ihr euch das drauf machen. Also bevor es hier richtig losgeht, gibt es auf der Bühne noch ein bisschen, bisschen Spaß von den Promis. Da spielt gerade Dak Prescott zum Beispiel, der Quarterback der Cowboys. Thank you.